Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Killzone mit mir, dem Sascha, auf meinem Kanal. Danke, dass er wieder eingeschaltet hat. Und wir sollen immer noch, es ist eine neue Aufnahmesession gerade, wir sollen immer noch diesen Turm hier infiltrieren. Ja, ist ja gut. Schnapp. Okay. Ah, da ist schon wieder so ein Scheißgeschütz. Ja, hau doch ab. Kann ich diese Geschütze ausschalten? Kann ich jetzt hier drin machen? Warte mal, wo sind. Werden hier keine Ziele angezeigt? Problem ist, dass direkt unter mir so ein dämliches Geschütz ist. Die Dinger muss ich. Jawohl. Okay, mal in Deckung gehen. Nice. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Jungs. Beruhigt euch mal. Oh, da ist noch so ein Scheißgeschütz. Ey, das nervt ja. Okay. Na, müssen wir so ausschalten. Aber erstmal wieder ein bisschen. Na komm. Huchi. Oh, ich habe aber keine Granaten mehr. Ich habe aber gar nichts mehr. Arsch. Schnapp sie dir! So, ich muss, bin auch erstmal gerade wieder ein bisschen ruhiger. Ich muss das wieder in das Spiel reinfinden. War schon wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Nachladen. Geschützturm.
Voila. Und du noch. Na komm. Na komm her. Wo bist du? Na komm. Erledigt. Ich weiß noch nicht, ob ich hier den richtigen Weg gehe. Na, hack das mal. Also, das kannst du nicht hacken. Ah, ich gehe mal hier wieder zurück. Oh, das nehmen wir mal mit. Oh, da ist schon einer versteckt. Erledigt. Ich meine, das Level ist ja... Sind ja eh so schlauchartig. Okay, die kann es nicht hacken. Was haben wir denn hier? Okay, ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Normalerweise zeigt das doch immer so einen Wegpunkt an. Okay, dadurch, dass... Ich denke mal, dass wir da runter irgendwie müssen. Na kommt doch. Ah, schade. Na komm her, Kleiner. Dich ein bisschen aufladen kannst. Okay, da unten sind wieder ein paar. Erledigt. Na dann, wollen wir mal. Nice. Ah, damit hat er nicht geschafft. Ach, da ist noch einer. Kannst du mal aufhören? Oha, wie der fliegt. So, mal scannen. Nee, ich will meine Schrot behalten. Sorry, aber... Hat den Sekundärmodus? Nee, hat sie nicht. So, was? Eigentlich kann ich mal aufstehen. Ah, gut. Adrenalin. Das kann man immer gebrauchen. Gut, Knut. Keine Ahnung, wo ich hin muss und warum hier Waffen rumliegen. Nee, ich möchte meine Schrot behalten. Auf die Entfernung habe ich ja meine Standardwaffe.
Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier war ich doch schon. Genau. Ah, Sniper-Action. Ja, aber leider. Ja, wo ist denn G? Okay, gehen wir da mal hoch. Ah, da ist eine Leiter. Gehen wir mal die Leiter hoch. Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir hin müssen, was wir machen müssen. Das ist schon echt scheiße. Normalerweise zeigt der mir doch immer Informationen. Findet man, ich habe. Okay. Drüben sind wir vorhin reingekommen, glaube ich. Nee, sind wir nicht. Aber sind wir hier schon durchgegangen? Nee, hier waren wir noch nicht. Gehe ich mal ein bisschen auf Distanz. Na? Hast geschafft? Super. Hoi! Hallo, Frau Doktor! Man sagte mir, ich könne ungestört arbeiten. Ich habe Wichtiges zu tun. Kann ich aber auch nicht erschießen. Wenn man mich stört, kann ich nicht arbeiten! Pulsar 1-8. Ich hab Massa. Verstanden, 1-8. Ziel sicher. Was ist mit der Waffe? Ich bin hier noch lange nicht am Ende. Sie sind zu spät. Es wartet dort unten auf Sie. Mit ihm. Es übersteigt das, was Sie auf der Cassandra gesehen haben. Ich versuche, seine Wirkung zu steigern. Die Frau ist mir Und nicht geheuer. Ich bin gespannt, wie es in so einer Größenordnung funktioniert. Bislang habe ich den Ausgang nur simulieren können. Oder davon geträumt. Die hat sowas von Mengele. Aber Sie sehen nur nicht richtig hin. Denn im Ganzen ist es so elegant, so wunderschön. Sie mussten sich anpassen, überleben und ausharren. Wir halten sie nur auf und sie können sich nicht voll entfalten, solange wir leben. Ihr werdet alle sterben. Sir, die Waffe ist startklar. Sie wurde nach oben gebracht. Gut. Ich habe eine ESA-Truppe in Bereitschaft. Geh mit ihnen rein. Begib dich mit Massa zum zweiten Turm. Dort wartet ein Bergungsteam. Pulsar Ende. Gehen wir. Jetzt. Sie sind zurück. Na. Na. Schnapp sie dir. Sie ist auf dem Weg zum Turm. Helen, raus mit dir. Schütze den Transport. Eine Sprengladung ist meine einzige Chance. Hä? Ah, okay. Hä?
Nice. Aktuelle Ziele? Keine Ziele. Ja, wo muss ich jetzt hin? Jungs. Wahrscheinlich, dadurch, dass ich das gerade gesprengt habe. Na. Wahrscheinlich da raus. Sie haben mein Labor zerstört. Wissen Sie, was Sie da getan haben? Ja. Ich kümmere mich darum. Halten Sie einfach das Ding in Gang. Wenn ich sterbe, ist alles verloren. Die Außenhöhle ist beschädigt. Da kommt ein Container in Richtung auf mich zu. Was soll ich jetzt machen? Ah! Sie werden nicht aufheben. Ein Container versperrt mir den Weg. Sie werden nicht aufheben. Oh! Na? Ja, ist aber gleich soweit. Ein Container versperrt mir den Weg. Zerstören Sie ihn. Ja, hab ich doch schon. Ja. Oh, wo kommt die her? Wo kommt die her? Wo kommt die her? Scheiße. Die hab ich gar nicht gesehen. Scheiße. Wow. Okay, da kommen die nächsten. Und noch mehr. Achten Sie auf den Container. Dieser Zug überlebt kein weiteres Zivilrauschen. Ah, verdammt. Aber. Was nun? Wo bin ich? Da muss ich hin. Na, komm. Okay, da kommen wieder welche von den Viechern. Ja. Ja, halt die Klappe. Eigentlich würde ich dich ganz sterben lassen. Container im Anflug. Sie haben noch einen Container hinterher geschickt. Hast geschafft. Na komm schon. Komm. Oi, 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 was für eine Action. Man müsste ihn manuell steuern können, um die Luftschleuse zu bedienen. Kann man doch. Kann man doch alles. Oh, Zeitung. Trojan 5-5 ist auf Position. Verstanden. Wir sind fast da. Ich weiß, es ist etwas voreilig, aber könnten Sie mir sagen, wann ich ein Labor mit entsprechender Ausrüstung erhalte? Ja, schon bald. Ich muss es wirklich wissen, nur dann kann ich Vorbereitungen treffen.
Wenn alles schief läuft, kann ich grundlegende Berechnungen im Kopf anstellen. Strategien entwickeln, neue Interessensgebiete. Ah, halt die Klappe, ey. Sie helfen uns, diesen Wahnsinn zu stoppen. Nein, das werde ich nicht. Sie ändern sich nicht. Sie sind dasselbe Volk von Feiglingen geblieben. Ja, ja, ein bisschen würde ich dir echt das quer an die Stirn setzen und abdrücken. Vorwärts. Was glauben Sie, was ich tun werde? Ihnen ein Heilmittel geben? Ha! Bestimmt nicht, Marshall. Ich werde Ihnen nicht helfen. Für nichts auf der Welt. Verstehen meine Arbeit nicht. Ohne Arbeit bin ich nichts. Ohne meine Arbeit wäre ich tot. Okay, da sind wir Freunde da. Kommen wir da rein? Würde mich verarschen. Wo ist die Massa? Wo ist sie hin? Na gut, aber wir müssen mal eine kleine Pause machen. Ich sehe gerade die 20 Minuten sind wieder um. Danke, dass ihr eingeschaltet habt zu Let's Play Killzone Shadowfall. Und wir lernen uns auch langsam, glaube ich, dem Ende. So viel ist da nicht mehr von dem Spiel. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Bis dann. Ciao.